Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte vor, ein bisschen mal über Zeichner und Autoren zu reden. Und anstatt dass ich immer so eine große Liste mache, dachte ich mir, ich widme halt jedem Autoren oder jedem Zeichner, also so immer so 20, 15 Stück, je nachdem, einfach ein eigenes Video, die dann immer so halt ganz kurz, so 2 Minuten, 3 Minuten, je nachdem, mal manchmal mehr, manchmal weniger, gehen und dann halt einfach was dazu sage, vielleicht auch euch darauf aufmerksam mache, dass es diesen Zeichner gibt, vielleicht habt ihr den noch nie gesehen, vielleicht ist der dann gut, oder auch Autoren, von denen ihr vorhin nichts gelesen habt, auch so ein bisschen als Empfehlung oder auch einfach darüber zu reden, wie geil diese Zeichnungen sind, weil Comics können so gute Zeichnungen haben, natürlich auch richtig beschissene, aber so ist das, es muss Schlechtes geben, damit man das Gute bewundert. Und ja, da wollte ich jetzt einfach mal mit den Zeichnen anfangen. Und ja, dann können wir hier direkt mit der, ja, ist, man könnte sagen, mal so wie sie angesiedelt sind, auch wie so eine Art Ranking halt sehen. Denn, ich hätte jetzt hier bei den Zeichnungen 20 Stück und ja, mit Platz 20 würde ich praktisch anfangen, also den ich von den Guten halt am schlechtesten finde, was sich total blöd anhört, weil natürlich sind sie alle gut, weil sonst hätte ich sie in diese Liste nicht reingetan. Ja. Fangen wir mit Alex Maleev an. Das ist der Zeichner von Comics, wie als neuestes, was ich so kenne, ist Leviathan. Was ja so ein kleines Event im DC-Bereich war, mit Batman, Superman und so weiter. Aber viel größer finde ich ihn in Sachen wie International Iron Man, Infamous Iron Man, wo Victor von Doom noch der Iron Man war. Oder auch Daredevil. Also man sieht auch, dass er halt ein Zeichner von Brian Michael Bendis ist. Der dann ihn halt auch immer dafür gerne nutzt, genauso wie der Marcus bei Brian Michael Bendis, also die beiden sind oftmals immer mit ihm verbunden und da hat er auch eigentlich sehr viel Glück, Brian Michael Bendis, denn ich persönlich finde auch immer, ist ein Comic sehr, dafür hole ich mir ja auch ein Graphic Novel halt, weil ich die Zeichnungen halt sehr wichtig finde, also ein Comic lebt und stirbt mit den Zeichnungen oftmals irgendwie so, also es gibt auch wirklich Stories so, zum Beispiel, denk mit John Romita Jr., da hast du vielleicht einen Frank Miller als Autoren, eigentlich richtig top, aber das Lesen ist unangenehm, weil ich mir dann beschissene Zeichnungen angucken muss. Und das ist halt ein relativ plumpes Beispiel, es gibt ja ganz andere Sachen noch da draußen. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen blöd, aber umso schöner ist das Lesen, wenn du dann halt auch wirklich gute Zeichnungen hast, wie zum Beispiel Alex Maleev jetzt hier, wo du dann wirklich jedes Bild gerne halt auch genauer anguckst, auch Covers sehr angenehm sind und Covers sind ja auch oftmals auch eins Verkaufsmittel irgendwie so. Ich gehe ja auch in den Laden oftmals auch am meisten als Anfänger rein und gucke mir erstmal Covers an und nehme das, was mich anspricht. Umso schlimmer ist es dann heutzutage immer wieder, wenn das Cover von jemand anderem gezeichnet wird, als das, was man drin sieht, weil dann wird man auch, also da fühlen sich auch viele Comicleser auch halt verarscht. Und ja, also Brian Michael Bendis und Alex Maleev haben halt ein super Zusammenspiel. Die Bilder sehen aus wie Gemälde, finde ich persönlich. Also ich werde hier auch ein paar Beispiele natürlich reintun. Auch wie die Farben genutzt werden, also auch wirklich kräftige, gute Farben oder halt auch verwischte ein bisschen, je nachdem, wie man es halt braucht. Ich finde auch, dass die Farben und auch die Zeichner perfekt zu diesen Iron Männern, Iron Frauen, weil Iron Heart gehört ja jetzt auch dazu, perfekt dazu passt. Also ich finde, wenn ich da so die Iron Man Comics lese und dann halt so dieses, also die Rüstung sehe, ich finde einfach so dieses, weil seine Bilder haben auch so ein leicht, also so dreckiges ein bisschen auch, aber trotzdem halt, weiß nicht, so was Glattes, ich weiß nicht, das ist falsch gesagt, ist halt schon ein bisschen rau, sieht ein bisschen rauer aus. Aber ich finde, das passt einfach perfekt zu diesen Eisenanzügen einfach, die dann halt vielleicht auch ein bisschen schon im Kampf mal gebraucht wurden und sonst was. Ich finde, das ist sehr gut, passt sehr, sehr gut, gefällt mir. Also ich finde ihn auch jetzt am besten von allen Sachen, die ich gelesen habe, halt in den Iron Man Sachen am besten. Also muss ich aber sagen, dass ich halt die Brian Michael Bendis Bände von Daredevil nicht gelesen habe. Ich habe nur die Zeit, kenne natürlich aber die Zeichnungen, die Covers und so weiter und die sehen halt trotzdem halt sehr gut aus, egal ob ich es gelesen habe oder nicht. Das kann man ja halt auch einfach so sagen, ne? Und ich finde auch gut, dass die Farben immer sehr gut in die anderen Farben rübergleiten. Zum Beispiel bei Infamous Iron Man, wenn man ein Cover von Dr. Doom, wo wir dann halt auf einer Seite halt den Iron Man sehen und den anderen noch den Dr. Doom Helm und so weiter. Und ich finde, dass die Farben sind sehr gut genutzt, gefällt mir sehr gut. Sieht auch sehr gut aus, wie, wenn das Bild, also wegen dann auch den Hintergründen ist das halt sehr gut. Und wenn du dann, zum Beispiel haben wir jetzt hier so ein Batman-Bild, wo
Batman ist ja immer relativ dunkelblau oder grau und so weiter. Und so wird halt das ganze Bild gemacht. So hast du Batman in seiner Farbe ungefähr und hast aber das ganze Bild, auch den Hintergrund so. Und dann hast du halt so ein Ding, von wegen, als wäre es halt Nacht oder halt generell halt eher düster. Oder halt bei Leuten mit Capes macht er das auch gerne, dass er dann den Hintergrund auch dem Cape oder generell der Farbe des Helden noch mit anpasst, dass da halt so diese Verbindung steht. Generell, wie schon gerade gesagt, man hat das Gefühl, man hat da jedes Mal so ein Gemälde. Aber manchmal in den Covers ist das halt sehr geil, weil du dann wirklich Gefühl hast, das könntest du jetzt in einer Kunstausstellung sehen. Und ja, dafür kannst du deine Millionen ausgeben und nicht nur für einen Klecks. So, das ist halt sehr gut. Negativ, aber auch irgendwie wieder gut, finde ich, dass seine Bilder nahezu immer düster aussehen. Das kann sehr gut sein, wenn die Story bzw. die Szene düster sein soll, aber wenn sie normal oder sogar fröhlich sein sollte, ist das natürlich nicht mehr so passend. Aber dadurch, dass er halt ja gut, also oftmals immer halt Batman zeichnet, Daredevil, da passt das natürlich auch. Die Sachen, die er bei Iron Man zum Beispiel auch gezeigt hat, waren dann halt auch ein bisschen so wegen dem International-Ding, auch ein bisschen Vergangenheitsding, hatte auch seine düsteren Momente, aber ich finde halt trotzdem, dass es hier und da immer auch Sachen gibt, wo man sagen könnte, ah, da finde ich es halt jetzt ein bisschen unnötig düster. Und das ist dann halt ein bisschen negativ, weil es halt immer halt so dieses dunklere, verwischendere hat. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass er ein sehr guter Zeichner ist. Aber es ist halt so ein Zeichner, den man für bestimmte Geschichten nutzt. Also ich, keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Für eine fröhliche Spider-Man-Parade würde ich den Zeichner jetzt nicht unbedingt nehmen. Aber wenn ich zeigen möchte, wie Daredevil einen Fall hat, zerbrechlich ist und Leuten auf die Fresse schlägt, dann ist er perfekt. Also, ja, das soweit zu Alex Maleev. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Finde ich ihn grässlich, weil für mich ist immer noch das beste Beispiel John Romita Jr. So viele lieben ihn und ich finde ihn grässlich. Es tut mir echt leid für ihn. Vielleicht gibt er sich Mühe, aber ich finde seine Zeichnungen scheiße. Aber er ist ein preisgekrönter Zeichner. Und so kann das natürlich mit allen Zeichnern, die ich hier jetzt im Laufe der Zeit zeige, auch sein, dass ich die toll finde und viele davon draußen total schrecklich. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schreibt mir dann auch gerne in die Kommentare, welche Zeichner ihr so sehr liebt. Vielleicht sind auch welche, die ich gar nicht kenne, wer weiß. Und ja, das soweit zu Alex Maleev. Ich hoffe, das hat euch schon mal gefallen und ich hoffe, der Rest wird euch auch gefallen. Guck mal, das Video ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger geworden. Aber da sind die 2-3 Minuten auch schon wieder futsch. Ich hoffe, dass es bei den anderen vielleicht ein bisschen fixer geht. Aber ja, guck mal, da haben wir schon genug Zeit verbraucht. Aber auch wenn ich dann wieder ein ganzes Ranking machen würde, dann würde das wieder so 2 Stunden gehen irgendwie. Das lassen wir mal lieber. Ja, aber das ist soweit. Erstmal mit Alex Maleev. Ja, lest gerne seine, also die Comics mit ihnen. Bewundert die Zeichnungen. Und das soll es dann soweit diesmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.